Frage und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den August. Ich fange einfach direkt an zu mischen, lege die Karten aus. Während ich auslege, erzähle ich euch noch ein bisschen was. Da könnt ihr dranbleiben, wenn ihr Interesse habt. Wenn nicht, könnt ihr einfach vorspulen. Ich mache diesen Monat eine Neunerlegung. Liebes Universum. Ah, was ich noch sagen wollte, ich habe dabei für euch, die Karten habe ich noch nie benutzt. Die nennen sich Ingmar-Orakelkarten. Das sind so runde, finde ich auch mal ganz cool. Dann ein Krafttier, das ziehe ich euch noch am Ende der Legung. Und ein Orakeldeck mit Delfinkarten. Genau, okay. Also ich gehe jetzt mal direkt ins Mischen. Liebes Universum, bitte gib mir Einblick in den August fürs Kollektiv Waage. Was ist hier die Hauptenergie für den August? Und was soll einfach in meiner Legung heute, für alle, die mich finden, gesprochen werden? Okay, ich habe den Stopp. Also meine Lieben, was ich euch sagen möchte, ich bin, glaube ich, eine von wenigen. Ich biete euch persönliche Legungen an. Wenn ihr irgendwas ganz persönlich wissen wollt, könnt ihr mich anschreiben. Ich mache euch dann eine ganz individuelle eigene Legung praktisch. Und was ich noch anbiete, ist ein energetisches Clearing. Das ist praktisch Fernheilung. Das ist körperlich. Da kann ich in euren Energiebereich gehen, in euren Lichtkörper und schauen, was ihr für Blockaden habt. Warum euer Fluss vielleicht blockiert ist, auch wenn ihr körperliche Beschwerden habt. Also da sind ganz, ganz viele sehr, sehr begeistert. Ich habe es noch nicht geschafft, auf Instagram die ganzen Rezensionen hochzuladen. Das wird aber bald folgen. Ein paar von den Klienten machen wir auch Videos dazu. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser verstehen, was sich getan hat. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die tatsächlich körperlich sehr eingeschränkt war und jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und ja, ich biete das einfach sehr gern an, weil das sehr, sehr super über die Ferne funktioniert. Und was man noch machen kann, wenn man irgendwo stagniert, aber wenn ich sowas sehe in der Legung, dann sage ich euch das auch. Einfach gucken energetisch, woher kommt das Thema bei euch, um durch eine Antwort vom Feld den Ursprung des Problems zu finden. Genau, auch etwas kompliziert. Ja, bald leite ich euch an Instagram weiter. Aber wenn ihr Interesse habt, schreibt mich einfach an. Okay, ihr Lieben, dann geht's jetzt los mit eurer Legung für den August. Liebe Waage, was ist deine Hauptenergie? Deine Hauptenergie ist dein Herzensmensch, ist deine Energie auf jemanden, um jemanden. Wir schauen gleich genauer, was rumrum liegt. Ich möchte jetzt nicht zu viel interpretieren. Bekomme ich ein Gefühl? Vom Gefühl ist es ein Fokus hin. Ein Fokus weg von euch, ein Fokus hin zum Herzensmenschen, zur Herzensperson. Es kann sein, dass es euch schwer fällt, bei euch zu bleiben, weil es dann immer so, ich weiß jetzt nicht, ob gedanklich oder gefühlstechnisch, aber wie es sich anfühlt, ist für mich nur hauptsächlich so ein Gefühl, so ein Sog hin zu dieser Person. Okay, wir gucken jetzt mal. Ich decke mal alles auf. Ich mache das jetzt mal heute komplett so, wie ich es gerade fühle. Also, in der Vergangenheit sehe ich. Also, das ist jetzt hier bei den Wagen eine Liebeslegung, bei wem es um was anderes geht. Da seid ihr wahrscheinlich hier bei mir falsch. Wenn ihr merkt, ihr habt so im Gefühlsthema Partnerschaft ein Thema, dann seid ihr hier in meiner Legung richtig. Alles, was
wo es um was anderes geht, ja, wahrscheinlich nicht. Also ihr müsst halt schauen, ob ihr mit der Legung jetzt in Resonanz geht von mir. Ja, das ist vielleicht nur für ein paar Personen gedacht. Also, liebe Wagen, bei euch ist es so, dass ihr in der Vergangenheit, das ist diese Reihe, Vergangenheit kann sein, ich sage jetzt mal gestern. Egal wann du dieses Video siehst, das war dann gestern. Super großes Glück habe ich hier, das ist nämlich die Sonne, also das ist so das größte Glück, das man haben kann. Und dann ein Thema von Sicherheit in Treffen auf dem Kopf. Sicherheit in Treffen auf dem Kopf. Das heißt, umgedreht wäre es jetzt ein Treffen geben euch Sicherheit. Also ihr wart glücklich, total erfüllt, aber Treffen habt ihr vermieden, kann sein, oder es ist gar nicht zu einem Treffen gekommen, weil es war irgendwie nicht sicher genug. Erklärung bitte. Turm, auch im... Das bekomme ich noch nicht so ganz. Ich lasse es mal. Wenn ich was kriege, schauen wir mal. Okay, jetzt gerade ist eben diese Energie zum Herzensmenschen. Und immer noch aber ein gutes Gefühl, ein großes Gefühl, ein... Ihr seid jetzt nicht komplett... Euch hat es jetzt nicht komplett aus der Bahn geworfen oder so. Weil wir haben hier den Baum aber unterm Herzensmenschen. Das heißt, es ist... Ja, gleichzeitig haben wir über den Menschen den Fuchs. Also es ist so schön, ich spreche jetzt mal aus hier, was ich so bekomme. Es ist so schön oder es war so schön und es ist so stabil und so gefestigt. Also eigentlich kann euch hier nichts passieren bei diesem Menschen. Ich spreche jetzt mal über diesen Menschen. Wenn es eine Frau ist, dann dreht ihr bitte die Geschlechterrollen um, wenn du jetzt ein Mann bist, der mir zuschaut. Die meisten Frauen schauen mir einfach zu. Es ist schön und sicher, so haben wir in der Vergangenheit. Aber wir haben in der Zukunft den Ring auf dem Kopf. Trotzdem, dass es schön und stabil ist, ist der Ring auf dem Kopf. Gut, der Ring kann sich immer drehen, das heißt, hier liegt praktisch eine Beziehung in der Zukunft, die hier schon liegt, die aber nicht umgedreht ist. Das heißt, es liegt hier in der Zukunft eine eventuelle Beziehung, sagen wir es mal so. Jetzt verstehe ich das hier mit dem. Keine Treffen ist gleich keine Kommunikation. Aha. In der Vergangenheit gab es dann keine Treffen mehr. Trotzdem ist dieser Mensch jetzt gerade, wo ihr das Video schaut, habt ihr sehr viel Energie auf diesen Menschen. Keine Treffen, keine Kommunikation. Das heißt für euch irgendwie, wenn ihr euch nicht mit diesem Menschen trefft, dann habt ihr auch keine Kommunikation. Das heißt, da war irgendwie sowas wie... Turm ist auf dem Kopf. Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach für mich. Ich habe hier viele Dinge, wo ich selbst in Resonanz gehe. Deswegen ist es, ich muss immer wieder gucken, dass ich nicht hier mein eigenes reinbekomme, sondern so fürs Kollektiv komplett. Klar gehöre ich damit dazu, aber deswegen dauert es ein bisschen. Also Ende von Treffen ist gleich Ende von Kommunikation. Für euch ist das so, wenn das Treffen nicht geht oder wenn das Treffen nicht... Der Turm auf dem Kopf. Jetzt wartet mal. Boah, ihr seid jetzt mal live dabei, wenn ich es so gar nicht verstehe. Plötzlich.
Plötzlicher Schmerz. Plötzliches. Plötzliches. Ihr zieht euch nicht. Ich hab's. Okay, ich hab's gerade bekommen. Es ist plötzlich irgendwas passiert, dass hier die Sicherheit und die Treffen beides auf einmal weggefallen sind. Also, sie liegen da. Das heißt, es gab's einmal. Jetzt, ich hab jetzt gerade alles bekommen. Das gab's einmal. Das hat sich umgedreht. In der Vergangenheit hat sich's umgedreht, weil kein Rückzug, den ihr wollt, weil wir haben den Turm ja auf den Kopf, den ich nicht verstanden habe. Kein Rückzug, den ihr wollt, aber Rückzug, den ihr vollziehen müsst. Also ihr müsst das machen, weil sonst, weil es einfach gar nicht anders geht. Und das kam euch ganz plötzlich und es hat euch sehr geschmerzt. So, jetzt haben wir das endlich in der Vergangenheit. Im Jetzt haben wir diese Person, an die ihr denkt, die aber wo sich alles sehr, sehr stabil anfühlt, wo ihr aber den Fuchs in die Zukunft blickend habt. Der Fuchs schaut in die Zukunft, in die Wege. Und ich meine, in der Zukunft liegt der Ring auf dem Kopf. In der Zukunft liegt die Kommunikation auf dem Kopf. Heißt, man könnte wieder kommunizieren. Es würde in Richtung Partnerschaft gehen oder alles geht von vorne los. Das sind so zwei Möglichkeiten. Dazu müsstet ihr euch aber entscheiden, das zu drehen, also zu kommunizieren und praktisch wieder von vorne anzufangen, weil es gab bei euch schon was, kein Mensch, mit dem ihr noch nie gestartet, ja, die Kommunikation. Aber da sagt der Fuchs, dadurch, dass das hier, dass das plötzlich etwas kam, was ihr erkannt habt, wo ihr euch zurückziehen müsst, weil es einfach nicht anders geht, wäre es falsch. Ihr fühlt, dass ihr gerne wollen würdet. Also ihr fühlt, dass ihr gerne wollen würdet. Euch zieht es ja auch energetisch zu diesem Menschen hin. Das so das, die größte Energie für den August. Aber es wäre falsch. Es wäre falsch. Falsche. Also ich habe jetzt hier das Herz bekommen, die Liebe. Es wäre falsch, dem Gefühl wieder zu folgen, weil irgendwas hier in den Treffen dann bei euch also dafür muss sich dieser Turm drehen, weil irgendwas hat nichts mit euch zu tun, irgendwas hat nichts mit dir zu tun, liebe Waage, dass es hier in den Treffen keine Stabilität gibt. So, wenn das jetzt hier gedreht wird, dass es in den Treffen Stabilität gibt, dass in den Treffen eine Sicherheit entsteht, irgendein Thema, kann für jeden was anderes sein, irgendein Thema gibt es hier, wo die Sicherheit nicht funktioniert, wo ihr lieber hier nicht ins Treffen geht, nicht in die Kommunikation geht, weil ihr wisst, es bringt nichts. Ihr liebt diesen Menschen, ihr liebt diesen Menschen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Es bringt aber nichts, also wisst ihr, was ich meine, dass ihr das jetzt gut versteht, es bringt nichts, wenn zwei Menschen sich lieben, aber ich gehe jetzt einfach mal in mein Beispiel ins Erklären, ja, wenn zwei Menschen sich lieben, aber irgendetwas so unkompatibel ist, dass es dem einen leid tut, dass es dem anderen nicht geben kann und dass es dem anderen leid tut, dass es dem anderen stört am anderen, ja, das ist dann so, beide mögen sich, beide wollen zusammen sein, es ist aber so etwas Großes, dass man nicht einfach drüber hinwegsehen kann und der andere kann es gerade nicht lösen, einfach mal so ein Beispiel, so aus mir gesprochen und dann kann man natürlich wieder nach dem Herz entscheiden und wieder hingehen und so, aber es bringt nichts, weil es geht beiden Menschen dann wieder schlecht. Man endet wieder an derselben Weggabelung, die wieder eine Weggabelung wird. Und deswegen dieser Ring. Es fängt immer wieder von vorne an. Dafür muss sich erst etwas drehen, etwas bewegen. Das kann jetzt in dir sein, liebe Waage. Das kann im Herzensmenschen sein. Es reicht immer eine Person. Aber es ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn beide Personen an sich arbeiten. Aber so, wie es gerade ist. Also das, was jetzt die Kernaussage für euch sein soll, liebe Waage. So wie es gerade ist, ist es wirklich sinnlos, da jetzt reinzugehen in die Kommunikation.
da kann ich nur sagen, du bist nicht verantwortlich für den anderen Menschen, du kannst einfach schauen. Alles, was du zu diesem Thema, warum du dich nicht treffen kannst, bekommst, kannst du dir anschauen. Wenn du Hilfe brauchst und nicht weißt, wie das funktioniert oder keine Ideen hast, dann schreib mich auf Instagram einfach mal an. Ja, für jeden wird da was anderes helfen. Also, ja, ist jetzt ja, sehr interessant. Ich ziehe euch jetzt noch diese drei Orakelkarten, liebe Waage, was dir hier hilft im August. Was hilft in meiner Waage hier im August zu diesem Thema? Was ist hier dienlich? Oh, cool, blau. Gefühl. Surell. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ihr das heute gut seht. Heute ist, ich nehme extra bei Tageslicht auf, ja, dass ihr mich besser seht. Im Namen Gottes schenke ich dieser Wasserleitung hier das Wasser. Belebungs- und Entgiftungsgerät Surell, das nach kosmischen Gesetzen funktioniert. Ich bitte dieses Gerät so lange hier zu bleiben, solange diese Wasserleitung existiert. Ich segne dieses Gerät und bedanke mich. Wasserleitung, okay, ich habe die Karten noch nie benutzt, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn ihr daraus was ziehen könnt, dann ist es gut, wenn nicht, dann... Ich muss mal kurz nachschauen. Nee, sind nicht alle so schwer zu verstehen hier. Im Namen Gottes schenke ich dieser Wasserleitung. So, wer ist jetzt hier die Wasserleitung? Im Namen Gottes schenke ich dieser Wasserleitung. Eine Wasserleitung ist für mich wie Gefühl, also Strom deiner Gefühle könnte sein. Ich möchte aber jetzt hier auch nichts reininterpretieren. Dass deine Gefühle mal entgiftet werden, dass du da vielleicht zu viel rein, wie bei einem Wasser, dass halt einfach zu viel mit drin ist, was nicht reingehört. Ich bitte dieses Gerät so lange hier zu bleiben, solange diese Wasserleitung existiert. Okay, wir lassen das mal so stehen. Ja, dann eine Delfin-Orakelkarte für dich, liebe Waage. Das ist sie schon, die nehmen wir. Erstaunliche Beweglichkeit. Alles schwingt, alles ist in Bewegung. Delfine haben starke Muskeln und bewegen sich viel. Bewege dich, gehe nach draußen, habe Spaß dabei. Wenn du dich bewegst und sportlich betätigst, dann lädst du dein gesamtes Energiesystem mit Prana auf. Blockaden lösen sich, deine Lichtbahnen werden frei, alles kommt ins Fließen. Okay, hier gibt es einen ähnlich wie die andere Karte jetzt hier. Also irgendwas soll frei werden, durchgespült werden, erneuert werden, weil ja, Altes macht nie wirklich viel Sinn. Du kannst, es macht einfach wenig Sinn. Okay, rausgehen, bewegen, liebe Wagen. Rausgehen, bewegen, noch ein Krafttier für die Waage. Noch ein Krafttier. Leiter bitte für den August. Nee. Die Kobra, Selbstmeisterung. Die Kundalini-Kraft erwacht. Neue Energien werden frei. Deine regenerativen Kräfte entfalten sich. Das ist sowas wie, es ist so, okay, durchspülen, rausgehen, neu aufladen, alle Kanäle reinigen, neu machen und so. Und dann ist es für mich so wirklich wie so eine Chance auf im August. Also solltet ihr sehr bei euch sein, euch selbst beobachten, euch auch echt was Gutes tun und dann sowas wie alte Haut abstreifen. So kommt es mir vor, liebe Wagen. Also ihr Lieben. Wenn ihr euch denkt, okay, ich kann die Luna, eigentlich heiße ich Ali hier, hätte ich doch echt mal eine Frage an die, dann schreibt mir einfach. Und genau,
Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächsten Monat wieder reinschaut und einen ganz schönen August. Macht's gut. Ciao.